Familienfoto. Alle lächeln in 3, 2, 1. Hier kommt der zweite Mobbing-Teil und hier ist das letzte Video des Video-Wunsch-Monats. Nächste Woche werde ich noch diese zwei Wünsche hier erfüllen und übernächste auch. Aber dann muss ich euch leider sagen, dass ich einfach sonst keine Wünsche mehr wirklich erfüllen kann, weil ich habe im Moment einen ziemlich genauen Zeitplan, welches Video wann hochgeladen wird. Und deshalb muss ich halt sagen, dass ich im Moment halt leider voll Ende Juni oder so keine anderen Videos mehr, außer die jetzt bisher kamen, mehr erfüllen kann. Aber natürlich werde ich sie trotzdem irgendwann erfüllen, nur nicht so schnell, nur dass ihr Bescheid wisst, warum euer Videowunsch vielleicht nicht so schnell kommen wird. Ich freue mich natürlich trotzdem immer über Videowunschvorschläge und ich werde die auch alle machen, nur hatte ich jetzt dieses Frühjahr. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit dem Video. Cool, dass ich dabei sein darf, Jungs. Und welchen Streich machen wir zuerst? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Okay, Chloe, also ich finde es auch cool, dass du dabei bist. Erstmal. Genau, und wir machen heute den Streich mit diesem einen Mädchen. Ja, und wehe, du verpetzt bei deinen Eltern. Hast du verstanden? Jetzt bist du nämlich raus. Keine Sorge, ich bin keine Petze. Meine Schwester ist eine Petze, aber ich nicht. Versprochen. Prima. Dann erzählen wir dir morgen, was der Plan ist. Es geht um eine Mathearbeit? Das habt ihr mir ja schon erzählt, dass es um eine Mathearbeit geht. Yep. Da. Ich freue mich so auf morgen. Endlich habe ich neue Freunde. Hey, Greta. Hey, Chloe. Und? Hat das funktioniert? Ja, Nele, die Fake-Freundin ist weg. Ah, okay, gut. Fake-Freunde sind auch nie gut. Ja, bist du dir sicher, dass es eine Fake-Freundin war? Keine Ahnung, das hast du mir doch gesagt. Ja. Okay. Und, hast du neue Freunde gefunden? Ja. Aus deiner Klasse? Nee. Na gut, ich frag mal lieber nicht weiter nach. Okay, ich gehe dann mal. Okay, ich auch. Alles klar. Oh, das Telefon klingelt. Ich gehe mal kurz zum Telefon, Chloe. Mach das. Wer ruft denn jetzt noch an? Mal gucken. Hä, ist das nicht Neles Nummer? Hallo? Nele? Hier ist Greta. Hallo Greta, warum ist Chloe im Moment so blöd zu mir? Weißt du das? Sie ist richtig gemein zu mir und sie will irgendwie nicht mehr meine Freundin sein. Ja, weil du blöd zu ihr warst oder so. Hä, ich war doch nicht blöd zu ihr. Also, Jungs, die mobben mich die ganze Zeit. Ach, wirklich? Ja, und ich glaube, Chloe macht bei denen mit. Die hängt die ganze Zeit mit denen rum. Oh, das sind also Chloes neue Freunde. Tut mir echt leid, Nele. Ich probiere wieder mit Chloe zu reden. Danke, Greta. Und ich muss, glaube ich, mal ganz schnell auflegen. Das ist nämlich meine Schuld. Warum habe ich Chloe nur gesagt, dass sie Nele ignorieren soll? Das ist, ist gar keine Fake-Freundin gewesen. Das nächste Mal frage ich Nele lieber selber, bevor ich einfach irgendwas entscheide. Verdammt. Notiz an mich selbst. Ich habe Chloe gesagt, dass Nele eine Fake-Freundin ist und sie sich andere Freunde suchen soll. Jetzt hängt sie mit irgendwelchen Viertklässler-Roms ab und mobbt Nele. Und das kann ziemlich gefährlich werden, denn ich weiß nicht, wozu Chloe alles in der Lage ist. Sie ist ein ziemlicher Dickkopf und ich weiß nicht, ob das gut ausgehen wird. Naja, ich probiere Chloe irgendwie zum Vernunft zu bringen. Okay, das musste jetzt mal sein. Ich hoffe, Chloe macht da nicht mehr lange mit. Und ich hoffe, sie macht da nicht wirklich mit. Vielleicht hat sich Nele auch vertan. Das wäre natürlich super, aber... Ja, ich weiß, Jungs. Das wird voll cool morgen. Ja, genau. Also wir tauschen ihr Testblatt gegen schwierigere Aufgaben, damit sie eine schlechte Note kriegt.
Das musst du machen, weil du kleiner bist und nicht so schnell gesehen wirst. Alles klar, mache ich. Dann bis morgen, Jungs. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Bis morgen, Chloe. Ja, das wird richtig cool, ey. Sobald die Person nicht kenne, die ich mobbe, wird es ja nicht so schlimm sein. Ich will nur keinem wehtun, den ich mag. Aber wird schon nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit, ein Kind aus meiner Schule zu kriegen, was ich mag, ist ziemlich unwahrscheinlich. Es sind ja so viele Kinder auf der Schule. Naja, morgen geht's erst richtig los. Und ich freue mich ja ziemlich drauf. So, ich bin Bett fertig, ab ins Bett. Nein, der Troll ist am besten. Der macht am meisten Quatsch. Nein. Ja. Und dann kommt der Zauberer in dem Buch vor. Ich liebe das Buch. Ich kenne das schon fast auswendig. Das darf doch nicht wahr sein. Mira, Mara, könnt ihr mal die Klappe halten? Ich probiere zu schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag für mich. Und was für einer? Das würde mich auch mal interessieren, Chloe. Kleine Schwestern sind so nervig. Legt euch einfach hin und schlaft. Okay, okay. Mann, ich brauche jetzt unbedingt meinen Schönheitsschlaf. Ja, was ist denn mit der heute los? Mich nervt das auch voll. Mann, Chloe, ey. Nichts, Mann, Chloe, ey. Ich bin total sauer auf euch. Und jetzt lasst mich endlich schlafen. Okay, aber was ist das denn für ein wichtiger Termin, wovon du gesprochen hast? Das geht euch Kleinen gar nichts an. Okay, okay. Es ist ja schon richtig hell draußen. Oh, wie viel Uhr ist denn? Was? Schon 8.22 Uhr? Oh, oh. Da muss ich mich jetzt aber schon richtig doll beeilen. Warum hat Mama mich denn nicht geweckt? Die Spiel hat doch schon angefangen. Oh, Chloe, du hast uns geweckt. Mann, ey, Chloe. Chloe. Mama, warum hast du mich nicht geweckt? Bist du völlig bescheuert? Bist du völlig bescheuert, hier im Haus so rumzuschreien? Die schlafen doch alle. Ja, Mama. Chloe, du warst erst zur zweiten Stunde. Na und? Ich weiß, aber ich wollte mich noch mit Freunden vorher treffen. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Wenn du zur zweiten hast, wecke ich dich eine Stunde später. Oh, Mano. Ich muss dann los zur Schule. Nicht, dass die noch sauer auf mich sind, weil ich nicht gekommen bin um 8 Uhr. Ich gehe dann mal los, Mama. Willst du nicht frühstücken? Keine Zeit. Okay. Dann viel Spaß in der Schule, Chloe. Danke. Chloe, wo warst du? Entschuldigung, meine Mama hat mich nicht geweckt. Deine Mama? Weckt sie dich dann zwar immer noch? Voll Baby. Ja, aber echt. Ja, sorry, Jungs. Mir echt voll leid. Naja, schon gut. Ja. Was genau muss ich jetzt machen? Aber bin ich nämlich ein bisschen hinterfragt. Okay, Chloe. Du gehst jetzt da rein und holst dann dieses Heft mit schwierigeren Aufgaben. Wir können das dann durch einen Test schmuggeln. Okay, okay. Ich mache das schon. Hetzt mich aber nicht so. Ja, ja. Dann los. Ja, ich mach ja schon. Wie gesagt, wenn ihr mich stresst, dann mach ich's nicht. Okay, Chloe. Wir stressen dich nicht. Gut, geht doch. Prima. Holst du denn jetzt bitte das Heft? Wir sind zu groß, uns würden die nämlich erwischen, wenn wir da reingehen, einfach. Du bist noch so klein. Du könntest da rein, einfach. Alles klar. Dann mache ich das wohl. Pass auf, wie ich wie ein Blitz hier reinschleiche und ganz leise bin. So. Oh oh, ich hab den Computer runtergeworfen. Hoffentlich ist er noch ganz. Naja, doch nicht so leise. Hier hab ich das echte Heft. Jetzt zurück zu den Jungs. Hier, ich hab das Heft. Den schwierigeren Aufgaben. Prima, da werden wir jetzt gleich eine Seite rausschneiden und die dann zwischen die Tests schmuggeln. Damit genau das eine Mädchen, was wir morgen den Test kriegt. Okay. Dann musst du das aber noch rausschneiden. Du bist da ordentlicher als wir, du bist ein Mädel. Das hat nichts zu bedeuten, aber okay. Hier in der Cafeteria sehen die uns dich. Okay, okay, aber wir müssen uns beeilen, der Unterricht beginnt gleich. Ja, ihr habt auch die erst frei, oder? Ja, na klar, sonst müssten wir in den Unterricht. Okay, gut. Hab's. Gut, dann schmuggeln wir den Zettel jetzt zwischen die anderen im Lehrerzimmer. Und ich muss noch das Heft zurückbringen. So, geschafft. Und jetzt schnell in meine Klasse.
Hihi. Ich bin da. Und ich bin gerade noch auf die Sekunde rechtzeitig, oder? Ja, Chloe, gerade noch so. Prima. Gut, dann fangen wir jetzt an. Oh, womit denn? Na, mit dem, was wir heute machen. Wir wollten doch heute einen Test schreiben. Einen schönen Mathe-Test. So, ich hoffe, ihr habt alle gelernt. Oh je, ein Test? Ich hab das total vergessen. Oh, und was für ein Zufall. Genau das Mädchen, das wir heute mobben, schreibt auch einen Test. Interessant, interessant. Wirklich interessant. Gut, ich teile euch jetzt die Testbögen aus. So und so und so und so. Hier für jeden eins. Danke. Oh, was sind das denn für Aufgaben? Die haben wir ja noch nie gemacht. Die sind ja viel schwerer. Vielleicht aus der vierten oder so. Ich glaube, ich habe den falschen Test. Was ist das denn noch für ein Zufall? Nele hat schwierigere Aufgaben als wir alle. Nein, das kann nicht sein. Nie im Leben. Die sind ja sogar schon aus der vierten. Okay. Vielleicht, mit einem ganz kleinen Vielleicht, könnte das doch sein. Ob ich ernsthaft schon die ganze Zeit meine beste Freundin, ohne das zu wissen? Mal kurz rüber gucken. Ja, Mist. Das war Nele, das Mädchen, was sie die ganze Zeit gemobbt haben. Von allen Kindern auf der Schule erwische ich meine beste Freundin? Das ist vielleicht ein Zufall. Aber ein schlechter Zufall. Oh je, was soll ich Nele nur sagen? Ich steig aus, Jungs. Ich mach nicht mehr mit. Hä, warum? Warum das denn? Ihr habt nie gesagt, dass es um Nele geht. Ja und, beschützt du die jetzt etwa? Nein, ich... Haha, bist du immer mit der befreundet, mit dem kleinen Bananenbaby? Bananen, nein, natürlich nicht. Und trotzdem möchte ich raus. Lust mir jemanden zu mobben. Nee, Chloe, du hörst uns jetzt mal zu, so geht das nicht. Ja, du bleibst drin. Du hast jetzt wie eine Art Vertrag mit uns abgeschlossen. Ich hab gar nichts abgeschlossen. Du bleibst drin oder du wirst selbst zum Mobbing-Opfer. Oh, okay. Was mache ich denn jetzt? Ich will Nele nicht mobben. Ich bin total hilflos. Was mache ich denn nur? Ich will Nele auf keinen Fall weiter mobben. Und will auch nicht selbst gemobbt werden. Oh. Wir brauchen irgendeine Rache an die Mobber. Aber ich habe keine Ahnung, wie und welche. Ich muss erstmal Nele anrufen und ihr alles beichten. Hallo Nele. Hier ist Chloe. Hey Chloe. Ich wollte dir noch was sagen. Und zwar, ich bin diejenige, die dich mitgemobbt hat. Und es tut mir auch echt leid. Das habe ich mir schon gedacht. Aber warum machst du sowas, Chloe? Das geht gar nicht. Ich weiß. Ich wusste ja nicht, dass du das Mobbingopfer bist. Na und? Bitte, Nele, du musst mir verzeihen. Ich will das nicht. Als ich herausgefunden habe, dass du das warst. Ja, was war dann? Da wollte ich nicht mehr. Na gut, immerhin. Es tut mir wirklich leid. Nele, und ich weiß, dass du mir wahrscheinlich nie verzeihen wirst. Okay, Chloe, ich verzeihe dir. Wirklich? Das würdest du tun? Ja, aber wir brauchen eine Rache. Das sage ich auch schon die ganze Zeit. Wir müssen uns an den Mobber rächen. Ja, und wie? Ich habe da schon einen Plan, Chloe. Ach, wirklich? Ja. Am Samstag ist doch die Schulaufführung, oder? Da schlagen wir zu. Ich habe gehört, dass sie mir eine Torte gegens Gesicht werfen wollen. Oh, das wäre aber ganz schön peinlich, wenn mitten der Aufführung dir eine Torte ins Gesicht geworfen wird. Ja. Und jetzt habe ich auch eine Idee, wie wir das machen. Das wird lustig. Der Tag der Schulaufführung ist gekommen. Chloe, Nele und viele andere Kinder aus der Schule haben etwas vorbereitet. 1, 2, 3, 4! Oh Mann, ist das peinlich. Jetzt haben wir die ganze Torte im Gesicht. Haha.
Tipp für die Zukunft: Leg dich niemals mit Chloe und Nele an. Okay, ja gut, das ist dann doch noch gut ausgegangen. Chloe und Nele sind wieder Freunde, Chloe mobbt keinen mehr und ich bin noch zum Glück nicht an dem kompletten Untergang von allem schuld. Ja, also mobbt niemals eure Freunde. Bis nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.